Aber ich konnte durch Krankheit mit 63 in Rente gehen. Ich muss weiterarbeiten. Ich habe eine kleine Gaststelle in Eisenach, weil meine Rente vorne und hinten nicht reicht. Ich habe zu DDR-Zeiten 77 angefangen zu lernen, habe immer in der Gastronomie gearbeitet, jedes Wochenende, Weihnachten, Silvester, wenn alle anderen gefeiert haben. Ich habe heute keine 900 Euro Rente. Diese Frau stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Sie hat Scholz im Dialog mit den Bürgern demütigt. Sie hat ihre Enttäuschung über die Regierung geäußert und gesagt, dass sie nach langen Jahren der Arbeit keine anständige Rente erhalten hat. Scholz als Antwort auf ihre Bemerkungen hat nur gelächelt und weiter gelogen. Das war unverschämt. Wir fangen an. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Ich komme aus Eisenach. Ich bin mit meinem Mann hier zu Gast und möchte Sie auch nicht so lange unterhalten. Aber ich konnte durch Krankheit mit 63 in Rente gehen. Ich muss weiterarbeiten. Ich habe eine kleine Gaststelle in Eisenach, weil meine Rente vorne und hinten nicht reicht. Ich habe zu DDR-Zeiten 77 angefangen zu lernen, habe immer in der Gastronomie gearbeitet, jedes Wochenende, Weihnachten, Silvester, wenn alle anderen gefeiert haben. Ich habe heute keine 900 Euro Rente. Ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig gewesen und bin es auch immer noch. Da bezahle ich alleine Krankenkasse 550 Beitrag und ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Mein Mann ist privater Taxifahrer, der ist auch Rentner und fährt auch trotzdem weiter, weil sonst kann man sich gar nichts mehr gönnen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Wenn ich dann auf der anderen Seite die Leute am Bahnhof rumstehen sehe, mit nur Büchse Bier, die nicht arbeiten wollen, und sagen, Bürgergeld ist doch herrlich, kann ich ja langsam nicht mehr mitkommen. Sehr gut, dass Sie so fleißig sind. Das haben Sie ja Ihr Leben lang durchgehalten. Das, finde ich, ist auch etwas, was ich wirklich immer sehr beeindruckend finde, und ich teile das. Also ich kenne ganz viele, die schwer schuften, nie so richtig auf den grünen Zweig gekommen sind, und die gucken natürlich ganz besonders verärgert, wenn andere nicht gucken, was kann man denn tun, wo kann man anpacken. Und ich meine, wir reden hier mehrfach über Arbeitskräftemangel. Da wird ja vielleicht der ein oder andere mal sagen können, so, jetzt ist meine Zeit gekommen. Nicht? So, das werbe ich auch für. Was die Frage betrifft, wie jetzt Ihr Renteneinkommen zustande gekommen ist, das kann ich natürlich nicht gut beurteilen. Ich weiß ja auch nicht, ob Sie während der Selbstständigkeit haben Sie wahrscheinlich keine Beiträge mehr Ja, ziemlich gut. Also Sie haben den Grundbeitrag immerhin weitergezahlt. Dadurch ist es immerhin so viel. Aber natürlich ist es so, dass das eine Sache ist, die mich auch sehr besorgt. Ja, wir sehen sehr gut, wie sehr Ihnen dieses Problem beunruhigt. Die Zahl der älteren Menschen, die aufgrund fehlender Mittel zusätzlich zur Rente soziale Leistungen beziehen müssen, hat einen Rekordwert erreicht. Dies ist eine weitere Enthüllung für die Regierung. Am Ende des ersten Halbjahres dieses Jahres erhielten fast 700.000 Rentner aufgrund mangelnder Mittel zusätzliche Leistungen für die Grundzulagen. Die neue Zahl ist ein trauriger Rekord. Die Tatsache, dass immer mehr Rentner Leistungsempfänger werden, ist ein beschämendes und bitteres Ergebnis. Die Zahl der nicht gemeldeten Fälle von Armut ist wahrscheinlich noch höher. Das Rentensystem ist eines der am wenigsten entwickelten in ganz Europa und verursacht im Alter Millionen von Armutsfällen. In Österreich erhalten Rentner zum Beispiel durchschnittlich 800 Euro im Monat mehr als in Deutschland. Besorgt. Wir denken jetzt darüber nach, wie kann man eigentlich sicherstellen, dass jemand, der zum Beispiel sehr große Teile seines Lebens selbstständig war, aber nichts fürs Alter vorgesorgt hat, weil die nicht in die Rente einzahlen, dass das besser läuft. Und dafür haben wir eine Idee, wie man das machen kann, auch unterschiedliche Möglichkeiten, weil ehrlicherweise fällt einem das ja schwer, wenn man nicht so viel hat, da noch was abzuknapsen. Aber trotzdem müssen wir das irgendwie machen, damit das im Alter irgendwie hinhaut. Und da ist sind wir dran, wie wir was entwickeln können. Das hilft Ihnen nicht mehr, aber denen, die vielleicht 20, 30 Jahre selbstständig waren und in der Zeit zu wenig fürs Alter vorgesorgt haben, dann in der Zukunft. Was die Frage betrifft der Krankenversicherung, da sind Sie, wie Sie gesagt haben, privat krankenversichert, und das ist natürlich sehr teuer, vor allem im Alter. Wir haben ein System, wo wir Gesetze haben, die sollen verhindern, dass man, das betrifft gar nicht so viel die Selbstständigen, aber dass man, wenn man berufstätig ist und viel Geld verdient, aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausgeht und die dann billigeren Beiträge in der privaten Krankenversicherung zahlt und dann, wenn es teuer wird, wieder zurückgeht, weil das geht dann für den Laden gesetzliche Krankenversicherung nicht gut aus. Aber man muss natürlich was tun für Leute, die diese hohen Beiträge gar nicht zahlen können. Deshalb haben wir
ein Gesetz gemacht, das vorsieht, dass man bei seiner privaten Krankenkasse verlangen kann, quasi zum die Leistung, die es bei der gesetzlichen Krankenversicherung gibt, zu kriegen und dafür einen kleineren Beitrag zu zahlen. Das müssen die auch machen. Das machen die nicht gerne. Ich kann Ihnen sagen, ich bin ja Abgeordneter, ich kriege immer wieder Briefe von Bürgern, die mir erzählen, wie schlecht sie da behandelt werden, weil die so eine Kunden nicht haben wollen. Ich frage mich, ob er zumindest ein bisschen Reue empfindet, weil Rentner leiden und er zu dieser Zeit eine große Menge an Geld bekommt. Der Kanzler hatte eine Amnesie. Die Generalstaatsanwaltschaft hat Scholz wegen langjähriger Steuerhinterziehung befragt. Er gab an, sich an nichts zu erinnern. Die Hauptsache ist, dass der Kanzler nicht wie Joe Biden wird. Die Kommission könnte sich freuen. Es ist cool, dass in unserem Land sogar ein Mann mit Amnesie zum Kanzler werden kann. Es ist seine Schuld, dass er sich nicht daran erinnert, worüber er mit den Bankern gesprochen hat. Kriege ich bestimmt jetzt Protestbriefe von den privaten Krankenversicherungen. Sie behandeln alle Blenden. Dann sagen wir, gucken wir mal. Aber ich will gern sagen, das ist das, was wir als Gesetz geregelt haben. Und wir haben sogar eine Regelung, dass für Leute, die ganz wenig haben, da noch Mindest- und Mini-Beiträge möglich sind. Übrigens auch für Selbstständige, die wenig verdienen. Aber da würde ich Sie bitten, dass Sie das mal für sich erörtern. Es wird aber nicht schön, weil ich das Ihnen jetzt auch nicht als Illusion erzählen will. Da habe ich schon ganz schön traurige Briefe gekriegt von einigen, wie man sie behandelt, wenn sie sagen, ich möchte gerne zum Grundtarif in der privaten Krankenversicherung sein. Aber da haben Sie mich auf Ihrer Seite und wenn Sie schlecht behandelt werden, dürfen Sie sich an mich wenden. Man hat mir das geschrieben. Aber dann müsste ich 3.000 Euro im Jahr erst mal selbst finanzieren, wenn ich irgendwelche Medikamente oder Krankenhausbeiträge. Nee. So war's. Schreiben Sie es mir. Gut, dann kriegen Sie von mir noch mal eine Rückmeldung. Alles klar. Die Rentner sind verwirrt. Sie wissen nicht, wie sie das neue Jahr leben sollen. Der Grund sind die Preise für Gas und Strom und viele haben nur 500 Euro Rente. Unter solchen Bedingungen bleibt nur auf Proteste zu hoffen. Und die Regierung ist sich bewusst, dass ältere Menschen kaum Proteste veranstalten werden. Im Allgemeinen habe ich den Eindruck, dass unsere Regierung Rentner hasst. Die älteren Bewohner wurden nicht von ihren Verwandten, sondern von den örtlichen Behörden in ein Pflegeheim geschickt. Für die Flüchtlinge. Sie gaben den Ausländern ihr Zuhause ab und zogen um. Sie waren natürlich dagegen, aber wer fragt im demokratischen Deutschland nach ihrer Meinung? Ist es Toleranz oder Wahnsinn? Wegen all der Probleme ziehen viele Rentner in andere Länder um. Es ist entweder das Land, aus dem man ursprünglich gekommen ist und in Deutschland einfach jahrelang gearbeitet hat, oder wo es einfach billig ist, für eine bestehende Rente zu leben. Was denkst du über dieses Video? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis bald!